Wer sind Sie und was machen Sie? Ich bin Leiterin Kommunikation und Marketing bei den Alpenbahnen Spitzingsee und bei der Branek und Wallbergbahnen GmbH. Ich kümmere mich da eben, wie gesagt, um die Öffentlichkeitsarbeit und um Werbung, Marketing eben für die Bahnen. Okay, können Sie ganz kurz was zum Winteropening sagen? Gerne. Das Winteropening dieses Jahr vom 2. bis zum 5. Dezember in der Ferienregion Tegernsee, wo wir mit unseren Bahnen, der Wallbergbahn und den Alpenbahnen Spitzingsee Partner auch sind und uns da eben mit engagieren. Und Ziel des Winteropenings ist einfach wieder in die Köpfe zu bekommen, dass man bei uns in der Region eben sehr wohl, dass es Winter gibt und dass man hier gut Skifahren und im Winter was machen kann. Wie läuft da die Zusammenarbeit zwischen der DTT und Ihnen? Läuft hervorragend. Also wir haben das letztes Jahr ja gemeinsam initiiert, dieses Winteropening. Mangels Schnee war das dann ein bisschen problematisch, weil wir einen außergewöhnlich warmen November hatten letztes Jahr. Und ja, hoffen dieses Jahr das Beste, sind aber auch zuversichtlich, weil das wirklich die Ausnahme war. Und gemeinsam mit der TTT haben wir das eben initiiert und läuft sehr gut mit der Zusammenarbeit. Okay. Und kurzer Satz, wie wird der Winter dieses Jahr? Das ist die große Frage. Die große Frage. Ich habe Leuten hören, dass nach dem chinesischen Kalender es sogar ein sehr, sehr guter, möglicherweise sogar der Jahrtausendwinter werden kann oder soll. Also wir sind wirklich zuversichtlich, dass wir Ende November, Anfang Dezember mit dem Skibetrieb starten können. Alles klar, vielen Dank.